Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bausimulator 2015. Ich versuche jetzt weiter diesen komischen Baucontainer hier aufzuladen und schaue mal, ob ich es hinbekomme oder nicht. Das ist die Preisfrage. Ich denke, wir müssen den sowieso von der Seite. Es ist egal, von welcher Seite man den aufnimmt. Wir müssen den nur irgendwie raufbekommen. Ich frage mich gerade auch, wer den Container hier so komisch hingestellt hat, dass man hier nicht mehr wegkommt. Erde haben wir da hinten schon abgekippt, da brauchen wir nicht mehr. Und dann schauen wir gleich mal, dass wir hier vorwärts kommen und uns dann irgendwann auch größere Maschinen leisten können. Wenn man das alleine macht, dauert das natürlich etwas länger. Ich bin immer noch dabei, Leute zu suchen, die mit mir immer spielen. Aber irgendwie will keiner. Oder hat keiner das Spiel. Und sagen alle, haben keine Zeit, haben keine Lust, lohnt sich nicht, keine Ahnung was. Und bei einem läuft das nicht. Und deswegen spiele ich das hier ganz Mutterseelen alleine. Und versuche diesen Kram hier aufzuladen. Overpro-mäßig hier. Oh. Oh, Mando. Kann man das nicht einfach vom Helfer erledigen lassen, wie im LS? Ich krieg den Container so nicht. Jetzt hänge ich hier gleich wieder im Gelach. Ja, jetzt hänge ich hier gleich wieder. Super. Daniel, hast du super gemacht. Ja, Fahrzeug zurücksetzen. Also, das könnte noch ein bisschen dauern hier. Brumm, 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 brumm. Bis ich hier diesen Krams erledigt habt. Nicht auf den Anhänger. Wie fahre ich hier denn? Muss ich erstmal wieder an die Physik gewöhnen. Die doch etwas realistisch ist. Nicht so schnell reagiert wie in anderen Spielen. Wie zum Beispiel LS. Na? Ah, jetzt. Man muss erstmal fast ins Haus reinfahren, damit man da. So, Container. Mach dich mal vom Acker da. So. Komme ich da jetzt schon ran? Wie nicht? So. Einmal Last an Container anhaken. Last an Container. Last an anhaken. So nehme ich den auf. Die Stützen muss man ja nicht ausfahren. Das ist ja nur Zeitverschwendung. So, und so, und so, und so. Und so. Guti. Wo soll ich das jetzt hinbringen? Kieswerk. Kieswerk. Ah, Fahrzeuge mit Ladung können natürlich nicht geliefert werden. Ach so. Jetzt muss ich da ernsthaft hinfahren. Ah, ich weiß ja, wo ich hin muss. Wenn ich hier von der Baustelle runterkomme. Das ist ja auch wieder so eine Sache. So. Wir kriegen das noch hin, Leute. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Daniel hat das alles im Griff. So ziemlich im Griff, ja. What? Ganz schön laut hier zwischendurch. Actionkamera, freie Kamera. Alter, ich roll zurück. Ist der Ton ganz aus. Entschuldigung. Wie? Ich kann so nicht anders fahren. Kann ich so schneller fahren? Ja. Arme ganz einfahren. Und ab geht die Post. Wir müssen hier uns ein bisschen beeilen, damit ich hier mal vorwärts komme, damit ich euch nicht langweile. Aber da habe ich keine Angst. Ich raste ja wie so ein Bekloppter durch die Gegend. Wie so ein Rennfahrer hier. Das ist ein Need for Construction. Yeah, mit 80, ja. Lässt sich aber ziemlich schwierig steuern, finde ich, mit dem Gamepad.
Ob das jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Ich bin noch nie LKW gefahren. Also selber gefahren mit 80 und so komisch. Mit Ladung drauf. Aber ich denke mal, das ist schon realistisch. Und die Maus hier nervt mich irgendwie. Ich schieb die mal an den Rand. Ich spiele ja mit Gamepad. Ich bin ja ein Pro. Tastatur ist zu einfach und Lenkrad wäre ja noch viel einfacher. Ich spiele es mit Gamepad. Jetzt mit Anlauf bergauf, damit wir hier nicht stecken bleiben. Jo. Bin auch der Einzige, der das schafft, am Berg noch zu beschleunigen mit Ladung drauf. Woo! Oh. Sorry. Ich fahre jetzt natürlich nicht so hundertprozentig akkurat. Das müsst ihr doch verstehen, oder? Das werdet ihr auch verstehen. Hoffentlich. Yeah! Hoffentlich verliere ich meinen Container da hinten nicht. Das wäre unpraktisch. Moin! Weiß gar nicht mehr, wie die Hupe war. Wo war Hupe? Wo war Hupe? Actionkamera, freie Kamera. Das ist doch irgendwie voll laut hier. Wo war Hupe? Aussteigen? Hupe? Hupe? Hupe, auf H. So. So. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich das auch ganz akkurat machen kann. Indem ich erst die Stützen ausfahre hier. So. Ach, die Hupe war so. Jetzt habe ich erst die Stützen ausgefahren. Ihr seht das, ne? Ich habe das ganz akkurat gemacht. Jetzt den Arm so hoch. Ja, so hoch ausfahren, ausfahren und weg. Und so geht das natürlich ganz akkurat und super. Und jetzt kann ich den absetzen mit X. Yeah. Besorge zweimal Schnittholz, Fichte von einem Sägewerk und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Okay. Also können wir den stehen lassen und kleiner Pritschenwagen. Wo ist denn das Sägewerk? Zweimal Schnittholzfichte und zweimal Lärche. Und wo ist hier eine Sägewerk? Map? War mit Escape. Sägewerk. Stahlwerk, Hafen, Firmengelände, Baustoffhändler, Bahnhof, Fahrzeughändler. Sägewerk. Ach, da muss ich erstmal hin, damit ich mich da hinliefern lassen kann. Na, sowas aber auch. Naja, dann fahren wir mal zum. Nehmen wir den Anhänger mit. Da können wir doch auch noch was draufladen. Na, wir kriegen das also im LKW rauf. Zweimal Lärche und zweimal Fichte. Der Mantau. Gehen wir erstmal einkaufen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut hier. Ich stelle das mal für mich ein bisschen runter. Na, für euch ja auch. Und wisst ihr, worüber ich mich richtig ärgere? Ich habe am Freitag mein neues Mikrofon bekommen, das Procaster, das von Rode. Das angeschlossen so und das rauscht. Es rauscht einfach immer. Und ich krieg das nicht eingestellt. Jetzt muss ich das zurückschicken. Jetzt habe ich das am Sonntag, wo ich hier aufnehme, den Rücksendeauftrag fertig gemacht. Dann habe ich noch was bestellt, so eine Spinne, damit die Vibrationen weg sind. Die muss ich auch dann zurücksenden. Dann habe ich mir jetzt das Rode NTGR1 oder so und auch ein Großmembran. Besser als mein jetziges, was ich jetzt habe von The T-Bone. Damit ich jetzt immer Mischpult kriege mit XLR-Kabel und so. Bestellt. Also so ein Mikrofon, wie es Gronkh auch benutzt. Und dann schaue ich mal, ob ich damit glücklich werde. Aber ich denke mal, damit werde ich glücklich. Und dann werde ich mir noch so ein kleines Vormischpult bestellen, dass ich hier so den Sound richtig einstellen kann. Und dann kann ich euch ja alles richtig schön abmixen und während ich hier spiele. Und das ist dann schön ordentlich alles. Voll hinten drauf. Na, nicht vordrängeln, ja. Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Yeah. Erstmal Geld machen hier. Money, money, money. Is so funny. Here on the rich man. Sägewerk Dorf.
Beim Sägewerk gibt es verschiedene Baustoffe. Ach. Ich stell mich hier mal hin. Was sollte ich jetzt kaufen? Voll laut der Ei. Zweimal Fichte und zweimal Lärche. Bäh. So. Fichte 1, 2. Lärche 1, 2. Einkaufen. Leihfahrzeuge. Ein Gabelstapler. Ja. Danke. Dann schauen wir mal, dass wir hier das alles darauf bekommen. Ganz schön laut um diesen Sägewerk da. Auf. Genau. So. Müssen wir die erstmal übereinander stapeln, damit ich die alle darauf bekommen, denke ich. So, gehen wir in die Innenansicht. So, und dann laden wir mal den Kram hier auf. Gehe ich hier in diese Kameraansicht. Das ist, glaube ich, am besten für diese Aufgabe des Aufladens. So. So. Hochheben. Jetzt sehe ich natürlich gar nichts. Jetzt muss ich das ein bisschen so nach Gusto machen. Damit ich die übereinander stapel. Muss ich eigentlich nicht, aber so kriege ich die besser auf dem LKW rauf. Meine Meinung. So. Mist. Nicht ganz. Uh-oh. Nein, nein. Ja. Problemchen. Jetzt habe ich sie alle umgeschubst. Ach du grüne Neune. Kann ich das nicht automatisch aufladen lassen hier? Menschenskinners. Ich will das nicht aufladen. Bum, bum, bum. So. Wobei ich das in echt dann schon die ganze Zeit mache, wenn ich auf der Arbeit bin. Deswegen habe ich da jetzt keine Lust drauf. Naja, dann laden wir die halt einzeln auf, wenn die sich nicht übereinander stapeln lassen wollen. Ladung entsichert. So, so, hoch. Ladung gesichert, Ladung entsichert. Rauf damit. Runter. Raus. Bum, bum, bum. Yeah. Das macht so viel Bock, ne? Ist auch bestimmt richtig spannend zum Zuschauen hier, wie ich jetzt mit dem Gabelstapler rumforken bin. Mit meinem Forklift. Jo. Man merkt richtig, dass ich nicht so geübt bin in dem Spiel damit. Ne, ich hätte hier jetzt natürlich nicht umgeschubst, aber es ist ja nur ein Spiel. Da kann ich mit den Paletten ja umgehen, wie ich will. So. Kann ich noch ein bisschen ankippen. Und hoch. So. Ranfahren. Ranfahren. Hallo. Falsch. So. Genau. Und runter. So. Passt doch. Läuft, würde ich sagen. Läuft bei mir. So, wie kriege ich jetzt den hoch? Den kriege ich da auch irgendwie auf dem LKW rauf. Erstmal den hier wieder umsammeln. Wie sammle ich den denn am besten um? Ey, das funktioniert nicht. Was zur Hölle? Warum kriege ich die denn jetzt nicht so wieder aufgesammelt? Mann. Kriegt ihr nicht um, LKW, Mann. Wie soll ich das denn anstellen jetzt? Erstmal hier wieder in die Perspektive. Dann sammeln wir die falsch rum auf. Das geht, ja. Oder wir stellen sie richtig hin. Auch eine Alternative, ne? Gibt's ja keinen Seitenhub. Egal. Erstmal hier hoch. Ich sehe gar nichts. Alter. Ich schaffe so richtig viel in so einer Folge hier. Also das ist echt heftig. Moin. Da. Ups, zu tief.
Bisschen verschätzt. A little bit. A little bit verschätzt. So. Und dann schauen wir mal, ob wir den anderen auch noch umgeschubst bekommen wieder. Das dürfte ja nicht so ein Riesenproblem sein. Da muss ich aber erst noch meinen LKW wegfahren, ne? So. War mal ein Stückchen vor, Gustav. Zu schnell zum Aussteigen. Ladung zurücksetzen. Ladung zurücksetzen. Ah. Ja, da hätte ich ja vorher drauf kommen können. Wenn das in echt auch so einfach geht, wenn ich eine Palette umkippe und dann einfach Ladung zurücksetzen. Ich kipp natürlich in echt keine Paletten um, wenn ich Gabelstapler fahre, ne? Das ist nur hier so, weil der sich so komisch steuern lässt mit Gamepad, weil ich daran nicht gewöhnt bin. Na? Wird nachher lustig mit dem Kran und so, alter Schwede. Da dürft ihr euch schon mal auf was gefasst machen, da. Na? Ich würde aber sagen, dass diese Folge leider schon wieder vorbei ist. Wenn das sie euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen, Abo oder einen Kommentar freuen. Bis dahin hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid oder bei einem meiner anderen Projekte und sage, ciao, ciao, euer Daniel.